Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Die Sims 4. So, Windeln wechseln, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Nee, eigentlich gar nicht. Was ist denn los überhaupt, Kind? Alina, was ist denn los? Alina, oh. Alina, meine Kleine, was ist denn los? Alter, wieso bist du so dick? Aha, du hast Hunger. Okay, warte mal, dann werden wir dich gleich mal füttern. Die Katze braucht auch Aufmerksamkeit. Eieiei, wo bist du denn? Du könntest doch mal hier hochgehen zur Katze und die Katze streicheln. Okay, warte mal. Du wirst dein Kind jetzt erst nochmal liebkosen. Das ist so richtig, das ist so wie meine richtige Katze. Ich will Aufmerksamkeit. Mau, mau, mau. Aha, wir haben schon wieder Felix Jakob als Dauergast da. Eigentlich, Alter, wer hat da hingeschissen? Wer hat da hingeschissen? Wer? Wer hat da hingekackt? Gut. So, du wirst dann schlafen gehen. Du machst hier gerade dein Kind noch ein bisschen fertig. Hier, verwenden, Toilette, duschen und der Dusche singen. Du, mein Lieber, brauchst ein bisschen Spaß. Schau, wie wäre es, wenn du die Katze hier ein bisschen verwöhnst und ihr ein Leckerchen gibst? Und, keine Ahnung, sie bürstest und schau, wie brav der Kleine ist. Mit dem Laserpointer spielst und so weiter. Und der Hund, was ist mit dem? Oh, was unwohl. Innen kalt, wegen Mikrowellengericht. Alter, wir haben so viele gekochte Sachen und du frisst was aus der Mikrowelle. Ernsthaft jetzt? So, die Katze müsste jetzt bald mal glücklich sein wieder. Die müsste sehr bald wieder mal glücklich sein. Was ist mit der Wäsche? Bringen zu. Makellos und feucht. In den Trockner geben dann bitte. Benusa. Da, 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 da. Schau. Die Katze bekommt Beschäftigung. Das ist sehr gut. Oh, Liebe spüren. Ja, das ist ganz wichtig. Liebe spüren. Umarmen. So, dir ist langweilig, weil Neuigkeiten, was neugierig auf Gruppe verspielt. Laserwahn, okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, der kleine Tim, der schläft. Der hat hier alles. Die kleine Janet, die schläft auch. Die ist schon bald wieder ausgeschlafen, aber ja. Aha, und du gehst jetzt auch schlafen. Warum um alles in der Welt bist du so dick? So, du gehst dann auch schlafen. Und jetzt möchte ich nämlich mal gucken, was hier eigentlich mit dem MC-Commander ist. Jetzt eigentlich so mit übersinnliches Population Pregnancy. Verhalten und Autonomie. Wuhu, Techtelmechtel. Ich glaube, hier war das Techtelmechtel-Aktion, Techtelmechtel-Schwangerschaft. Prozent risikoreiches Techtelmechtel 0. Genau, das wollte ich ja eigentlich ändern auf 5. Oder? Nehmen wir meine Lieblingszahl, 7. Okay. So, Prozent Baby machen. Fruchtbarkeit, ja. Ach so, das hat's rausgeschmissen, gell? Das hat alles rausgeschmissen. Was? Dass das Ziel schwanger wird, wenn wir ein Baby machen möchten. Okay, nee, warte mal, das machen wir ein bisschen weniger. Und zwar 35. Ist ja schon zu langweilig hier. Sim-Schwangerschaft mit gleichem Geschlecht. Ziel. Sim-Schwangerschaft mit anderem Geschlecht. Weiblich. Zurück. Okay. Sim-Nacktheit. Techtelmechtel-Reaktionen. Bett teilen. Keine Eifersucht. Privatsphäre. Der schläfriges Techtelmechtel. Wollen wir natürlich auch machen. Dann Privatsphäre bei Techtelmechtel aktiviert. Können wir von mir aus machen. Keine Eifersucht. Ist deaktiviert. Bett teilen. Okay, das werden wir auch. Okay, dafür muss ich aber erst das Spiel wieder neu starten. Sim-Nacktheit, Interaktion, Nacktheit, Geschlechter, Nacktheit, Alter. Junge, erwachsene Teenager haben wir auch noch dazu. Die Senioren haben wir dazu. Nachtechtel möchten nackt bleiben. Nacktheit, Geschlechter. Das lassen wir mal. Nacktheit, Interaktion, nacktes Techtel möchten nacktes Whirlpool-Techtel nacktes. Nackte Kur, nacktes Yoga, nacktes Training. Okay, das lassen wir mal. Wobei hier ist eh alles Ding. Ausfall schwangerer Sim. Gültige Altersstufen für Schwangerschaft. Hier. Das werden wir alles machen.
Tage zur Durchführung von Umgeh-Romanzen des aktiven Sims aktiviert. Okay. Gespielte Haushaltung, männliche Schwangerschaft, Prozente Schwangerschaft. Prozent Schwangerschaft bei Teenagern. Machen wir gleich hoch wie bei den Erwachsenen, junge Erwachsene. Passiert. Okay. Prozent Schwangerschaft, wieso ist es überall bei 20 eigentlich? Prozent Schwangerschaft Senioren. Eigentlich sollen die 0. Wieso geht das mit einem Enter nicht? So, männliche Obdachlose erlauben. Aktiviert. Dann Geschlechtspräferenz kennzeichnen. Was? Bevorzugtes Geschlecht verwenden. Tage bis zum Ende der Altersspanne. 0. Okay. Roboter, Wohnheim, okay. Haus der Schwangerschaftsauswahl, Adoptionseinstellungen. Adoptionsalter. Adoptionsprozentsatz männlich, Adoptionsnicht aktiver umbenennen. Haus der Schwangerschaft, andere Schwangerschaft, Nachkomme, Auswahl, Partner, Sim. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sollte mich da irgendwann mal wieder einarbeiten. So, ich habe jetzt hier ein bisschen wenigstens was gemacht. So, was ist mit dir? Immer noch traurig, weil ich von jemandem in der Nähe verletzt fühlt. Oje, weil Felix in der Nähe ist. So, was ist mit dir, Katze? Bist du jetzt endlich mal zufrieden? Nee. Nicht so ganz. Ja, komm, wir lassen das. Geh einfach schlafen. Ja, das Bett ist, glaube ich, eine ganz gute Idee für dich. Baum beleuchten mit, Baum beleuchten. Ich werde das, glaube ich, auch nie vergessen, wie der Baum hier zum Brennen angefangen hatte. Und bei Brianna, als sie noch allein gelebt hat, in der alten Wohnung. Boah, wir haben vergessen, den Wäschetrockner einzuschalten. So, schlaf, 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 schlaf. Das Kind schläft lang und ausgiebig. Wunderbar. Ah, die Kleine ist schon wieder wach. Er ist noch nicht. Oje. Oje, oje, oje. Oje, die schmutzige Windel wechseln. Dann kannst du den Trockner auch gleich mal einschalten. Mei, jetzt willst du mir sagen, dass das nicht geht. Dann schalt halt vorher den Trockner ein. Oh, wie süß. Geh weg. Wieso ist Janet wach? Wieso? Arme Puppen, wegen kaputten Puppenhaus. WTF? So, warte mal. Tröstliche Umarmung. Umarm doch bitte das liebe Kätzchen. Die Kleine wird wach und sieht das kaputte Puppenhaus. Toll. Wer hat das eigentlich schon wieder kaputt gemacht? Was ist, wenn jetzt hier du mal die schmutzige. Schau. Schau. Tätschel, tätschel. Oh. Toll, jetzt ist der Hund im Weg. No. Streicheln. Reden. So, jetzt können wir hier endlich mal ran. So, Hund, was können wir machen? Streicheln, nachmachen, reden. Okay. So, dem Baby geht's wieder gut. Das heißt, wir können uns jetzt wieder hier schlafen legen, bitte. Die Kleine legt sich dann bitte auch nochmal schlafen. Schau, sie geht ganz gemütlich. Düpp, 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 düpp. So, ich habe mir nämlich auch mal gedacht, dass ich hier vielleicht, weil ich nämlich eine. Wie, der ist jetzt schon wieder fertig? Makellos und trocken. Okay. Okay. So, kleine Maus, gehst du bitte wieder schlafen? Ja, und zwar habe ich auf YouTube eine YouTuberin gefunden. Die nennt sich Gnu.
ehemals saftiges Gnu, was ich so mitbekommen habe. Und ja, bei ihr habe ich nämlich mal gesehen, dass sie so Life-Hacks, also Sims 4 Life-Hacks ausprobiert hat und so weiter und so fort. Und da bin ich dann auf den Geschmack gekommen, dass ich vielleicht mir doch das ein oder andere, also den ein oder anderen Mod mehr holen könnte und mal ausprobieren könnte. Ein paar habe ich schon runtergeladen, aber ich habe sie noch nicht ins Spiel geladen. Ich habe sie zwar jetzt schon ein bisschen getestet auf meinem Laptop und war beim Erstelle einen Sim etwas schockiert, als der Sim, nachdem ich erstmal alle Klamotten weggetan habe und der Sim normalerweise in Unterwäsche dann da stand, auf einmal plötzlich nackt da stand, wo ich mir gedacht habe, WTF? Ja, aber ich bin noch nicht weiter zum Gucken gekommen und wie ich das Ganze dann irgendwie umgehen könnte und ja, hier und dort und mehr Emotionen für den Mod und bla bla und hier und dort. Ich möchte halt das Gameplay hier ein bisschen lustiger gestalten, interessanter gestalten. Ich weiß es nicht, irgendwie, wie man dazu auch immer sagen möchte. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt Freitag. Freitag früh, okay. Und Samstag könnten wir dann sagen, dass wir hier den Geburtstag machen von der Kleinen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, du bist soweit fertig. Schau mal, du bist ganz lieb. Qualität ausgezeichnet. Wieso machst du eigentlich ständig Geburtstagskuchen? Was soll denn der Blödsinn? So, Dreiecke. Du, meine Liebe, bist auch schon wach. Okay. Warte. So. Aha, du spielst erstmal mit der Katze. Ist auch nicht schlecht. Weiße Torte fortsetzen. Weißt du was? Du räumst das jetzt einfach mal auf. Zum Essen rum weglegen. Bitte. Säubern. Und du kannst dann endlich mal was essen. Hier Reste nehmen. Ah, du säuberst eh das schon von selbst. Das ist auch ganz nice. So, du gehst dann erstmal hier aufs Klo und gehst dann duschen. Und du könntest auch schon mal aufstehen, bitte. Und den Garten pflegen. Garten pflegen. Mega-Verkauf, Mega-Verkauf, keine Ahnung. Es geht irgendwie nicht. Wir sollten hier auf alle Fälle ein bisschen Gartenarbeit betreiben. Alles ernten, genau. Ein bisschen Gartenarbeit betreiben, damit es hier mal schöner wird wieder und du auch deine Gartenfähigkeit hier auf Vordermann bringst. Du machst das, du machst das. Du hast doch noch Schule, gell? Haben wir denn Hausaufgaben haben wir schon abgeschlossen? Oh, zweier Schüler. Oh, okay. Vielleicht kriegen wir heute derzeit benötigt keine Pflanzenpflege. Na dann. So, du gehst dann heute auch wieder arbeiten, wenn du den Garten fertig gemacht hast. Kannst du dann auch erstmal Reste nehmen? Du, meine Liebe, wirst hier den Baum nicht sabotieren, sondern erstmal schauen, dass du in 3 Stunden nicht zur Arbeit gehst, sondern daheim bleibst und zwar einen Urlaubstag nehmen. Wir haben bald alle aufgebraucht. So, die kleine Janet hat wieder Hunger an der Brust. Füttern, liebkosen. Die Kleine ist wieder traurig, weil wissbegierig, weil neugierig ist. Oh, was ist denn nun? Warum bringt mir keiner was bei? Ich will lernen. Oh je. Alter Falter, da ist ein Gericht nehmen. Eieieiei. So, gesell dich mal hier. Was ist das? Oh, gesell dich zu deinem Geschwisterchen. Oh, was ist mit dir? Sprechen. Das heißt eigentlich, deine Mutter braucht dich dann gar nicht mehr liebkosen, ne? Oh, okay, und die Kleine hat Hunger auch noch. Wie wär's, wenn du mal hier hingehst? Oh. Chaos veranstalten, hier hingehen, bitte. Du isst hier fertig. Okay, warte mal, was ist hier? Bitten zu reparieren. So, lass mich mal bitte meine Tochter hier füttern. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Lebensmittel würden begrenzt weiterentwickelt werden. Aha, und welchen Lebensstil hat er da gemacht?
Er verdient jetzt 15 Simoleons mehr pro Stunde. Nice. So, wir wollen zur Arbeit gehen, bitte. Schau, er macht schon wieder hier irgend so einen Scheißdreck. Wie wäre es, wenn du einfach mal nach Hause gehst? Kann ich dich nach Hause schicken? Kido, Um hohen Kredit bitten. Die Kito-Katze ist hier. So, wie wäre es, wenn du der Kleinen jetzt erstmal hier was zum Essen gibst? Ja, oh, warte mal. Uah. Zuschauen. Oje, was ist denn jetzt mit der Kleinen? Ach, die braucht soziale Interaktion. Reden und angurren. Mach du das mal bitte. Du hast das repariert, das ist super. Oder mach hier mal und da, du gibst da. Achso, du hast der Kleinen schon was zum Essen gegeben. Oh. Okay, das finde ich aber nicht toll, dass du hier mit dem Essen spielst. Rausprüfen. Okay, die Abstimmung wurde eröffnet. Oh, warte. Ah, ja. Und zwar schaust du hier mal eben schnell rein für nächste Abstimmen. Das möchte ich nämlich mal kurz mal gucken. Du musst nämlich in die Schule. Sehr schön. Und du? Aha, was haben wir denn hier? Freie Liebe. Ja, das habe ich hier schon ein paar Mal gemerkt. Produktion, saubere Energie, körperliche und geistige Bewegung, Energieeinsparung. Autarkie. Warum weiter die Konzerne füttern und im Hamsterrad des Konsums laufen. Wir können eine Gemeinschaft der Selbstversorger gründen. Spaßgemeinschaft. Technische Unterstützung. Die Spaßgemeinschaft hat schon ziemlich viel. Das ist sehr vielversprechend. Dann machen wir das mal so. Und dann kannst du von mir aus zur Arbeit gehen. So, bitte zur Arbeit gehen. Du gehst jetzt hier nach oben. Liebkosen. So. Und die Kleine ist jetzt schon wieder traurig. Wieso bist du jetzt schon wieder traurig? Warte mal. Fleißig arbeiten, fleißig lernen. So, und du musst dich jetzt gerade zerreißen, weil die Kleine will was beigebracht bekommen und die andere Kleine heult auch. So. Oh, ich heul gleich. Aber Schatz, sie hat auch graue Augen. Das Lustige ist nur, dass sie adoptiert ist und nicht von ihr stammt, aber ist ja wurscht. So, wollen wir hochheben, rauslassen. Oh je. Erziehung. Beibringen, Entschuldigung zu sagen. Kinderbetreuung, das wird schon werden. Getränk. Wieso kann ich sie nicht maßregeln? Die Leviten lesen. Oh, trösten. Naja, eigentlich sprechen beibringen, liebevoll umarmen. Okay, eigentlich, warte mal. Hilfe, warte mal, die Leviten lesen. Mann, jetzt hat sie sich angeschissen, ist klar. Oh, okay, sie stinkt, die andere stinkt, es stinkt einfach alles. So, wir wollen jetzt hier mal hochgehen, bitte. Du, Kleine, gehst hier auch hoch. Unethischer Partner, Scott, ist in der Kanzlei von Diego ein angesehener Partner. Er bringt ihr jede Menge Geld ein und hat deutlich mehr Siege als Niederlagen errungen. Allerdings hat Diego kürzlich herausgefunden, dass sich Scott nicht immer korrekt verhält, überhöhte Rechnungen stellt und Entscheidungen gegen den Willen seiner Mandanten trifft. Ohne seine Einnahmen könnte die Zukunft der Kanzlei in Gefahr sein, aber seine Vorgehensweise widerspricht sich dem Anwaltseid und könnte sowohl Diego als auch Scott die Zulassung kosten. Sollte es Diego Scott zur Rede stellen oder einfach wegsehen. Wir stellen ihn zur Rede. Scott ist zutiefst beleidigt und stürmt wütend davon. Auf seinem Weg zum Ausgang rutscht er allerdings auf einigen herumliegenden Dokumenten aus und stürzt. Er verklagt die Kanzlei jetzt wegen dieses Arbeitsunfalls und Diego wird für das Debakel verantwortlich gemacht. Alter, seid ihr bescheuert?
Junge, wenn du schon so lange hier bist, ich meine, du riechst doch, dass das Kind stinkt, oder? Oh, jetzt habe ich den Übeltäter. Jetzt habe ich den Übeltäter. Du Arsch. Du Arsch. Ich hab's mir doch gedacht, Alter. Alter. Kann ich da irgendwas machen? Überzeugen? Warte mal. Haha, Romantik. warte, 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 warte. Kann ich da jetzt irgendwas. Ball kicken, Tricks für medizinischen Rat. Kann ich ihn nicht irgendwie anschreien? Erziehungsfilm bitten, den Haushalt anzuschließen, Bewunderung ausdrücken. Alter, du hast gerade mein Puppenhaus kaputt gemacht. Du hast. Alter! Und ich kann da nicht mal was machen. Ich kann dich nicht mal heimschicken. Echt jetzt? Es geht nichts. WTF. Ja, toll. Was machen wir da? Wir reparieren das wieder. So, und die kleine Maus, die kommt jetzt auch hier oben. Genau. Tantemenbericht. Die Hexen im Wald. 351. Oh, das ist sogar gestiegen. Okay, so. Du reparierst das wieder und dann gehst du die Kleine bitte baden. Janet im Schaumbad baden. Lebensstile. Dynamisch gesperrt. Oh, okay, da kann ich jetzt mal sitzend gesperrt. Verschiedene Vorteile durch Aktivitäten mit geringem Energieaufwand. Bevorzugt Aktivitäten mit geringem Energieaufwand. Erhöhte Arbeitsleistung in Karrieren mit geringem Energieaufwand. Hä? Sims mit dem Lebensstil sitzend entspannen. Sitzend? Entspannen sich gerne in jeglicher Form und strengen sich nicht gerne an. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du wenig anstrengende Aktivitäten ausführen, bei denen man sich entspannen, sitzen oder abhängen kann, oder eine Karriere einschlagen, die nicht viel Energie erfordert. Glücklicher Single. Ha! Nein. Liebeshungrig. Sims mit dem Lebensstil liebeshungrig wünschen sich eine Beziehung und haben ohne Partner schwer mit dem Leben zu kämpfen. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du dich mit romantischen Medien befassen oder versuchen, mit anderen Sims zu flirten. Oh, okay. Gesundheitsfanatisch. Okay. Junkfood, Naturfreak, Stubenhockerin, gesellig. Okay. Kaffee liebend. Vielreißend, Adrenalin jagend, okay. Okay, Belohnungen-Store. Okay, habe ich sonst noch nichts drin, gell? Aber ich könnte mir eigentlich noch ein paar, braucht niemand. Erneuerungsrang Geldbaum. Für immer frisch. Müssen nie baden oder duschen. Mutig, okay. Für immer satt. Niemals erschöpft. Ich könnte mir hier irgendwas kaufen. Nee, ich lasse das aber. Denn wir müssen jetzt erstmal hier mit Felix plaudern. Steht das Puppenhaus jetzt wieder? Das ist super. Können wir die Tür für Felix irgendwie sperren? Tür abschließen für. Jeden außer Familienmitglieder. Das machen wir jetzt. So. Dann soll die Kleine wieder mal gebadet werden. Es ist wieder alles von oben bis unten verpixelt. Die Katze braucht wieder Aufmerksamkeit. Was ist mit dir? Hey, wir hatten schon lange keine Versammlung mehr. Wie wäre es, wenn wir uns alle treffen würden? Wir treffen uns hier, Villa des Häuptlings. Alle werden da sein. Schaffst du das? Ja, ich werde da sein. Nein, es soll nicht schwänzen. Alter, wieso beginnen die mitten? Okay. So, meine Kleine, du kriegst dann nämlich auch was beigebracht. Oh, du bist schon wieder verspielt, gell? Lecker Schmecker, weil Essen gegessen hat. Okay. Energiegeladen, alles Mögliche. Gut, also, ich hoffe, die Kids kommen jetzt erstmal noch nicht. Doch, die Kids sind da. Scheiße. Wurscht. Ja, ich werde jetzt hier erstmal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin erstmal sag ich ciao, ciao. Ein Feuer? Oje. Bis dann.